Wir frischen einige Erkenntnisse aus den Tutorials 5. Jahr Physik auf Deutsch 001 und 5. Jahr Physik auf Deutsch 002 auf. Die Physiker haben festgestellt, dass man gewisse Gegenstände durch Reibung elektrisch aufladen kann und dass es zwei verschiedenartige elektrische Ladungen gibt, die sie mit Plus und Minus bezeichnet haben. In einem Atom stimmt die Anzahl Protonen mit der Anzahl Elektronen überein, so dass ein Atom elektrisch neutral ist. Da Protonen sich im Innern eines Atomkerns befinden, lassen sie sich nur schwer vom Atom trennen. Elektronen hingegen lassen sich leichter von einem Atom trennen, zum Beispiel durch Reibung, wie in diesem Versuch. Wenn man mit dem Fell auf diesen Stab reibt, dann entzieht dieser Stab dem Fell Elektronen. So haben wir auf dem Stab einen Elektronenüberfluss, also ist der negativ geladen, und auf dem Fell haben wir einen Elektronenmangel, also ist dieses Fell positiv geladen. So. Stimmt die Anzahl Elektronen eines Atoms nicht mehr mit der Anzahl Protonen überein? Ich habe diesem Atom ein Elektron entnommen, so ist dieses Atom elektrisch geladen und heißt dann Ion. Also, die elektrische Ladung Q eines Körpers gibt an, wie groß sein Elektronenüberschuss oder sein Elektronenmangel ist. Bei Elektronenüberschuss ist der Körper negativ geladen und bei Elektronenmangel ist er positiv geladen. Eine elektrische Ladung wird in Coulomb ausgedrückt, zu Ehren des französischen Physikers Charles-Augustin de Coulomb. Aus dem Tutorial 5. Jahr Physik auf Deutsch 003 wissen wir, dass zwei elektrische Ladungen aufeinander wirken mit Kräften, deren Stärke, groß F, so berechnet wird. Die Konstante K0, die ist gleich 9 mal 10 hoch 9, mal das Produkt der Beträge dieser beiden Ladungen, geteilt durch das Quadrat der Distanz R zwischen diesen zwei Ladungen. Und demzufolge gilt, dass 1 Coulomb gleich ist zur elektrischen Ladung, die im Vakuum auf eine 1 Meter entfernte gleiche Ladung mit einer Kraft von K0, das heißt 9 mal 10 hoch 9 Newton, wirkt.